Willkommen zurück, meine lieben Schlingelinen und Schlingelchen. Hier auf dem Battlespot in einem freien Doppelkampf haben wir ein sehr, 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 sehr lustiges Team am Start. Freunde, wir kämpfen mal wieder wie GC heute gegen Noah. Gegen diesen Japaner meine ich natürlich, denn ich meine, was, Herr Noah? Lauter Leg... Schon wieder keine Items. Digga. Ach, warte mal, doch, die haben Items. Okay, ich dachte gerade. Alter Schwede. Ja, sorry Noah, aber hätte ich mir, wenn dann, überhaupt angetan, wenn du Items auf deine Pokémon verteilt hättest. Ohne Items einfach ein paar Uber in den Battlespot zu klatschen, wird eh wieder nur ein sehr langweiliges Battle werden. So, Freunde, und das möchte ich euch nicht antun, deswegen kämpfen wir gegen diesen Japaner und der bringt ein paar krasse Sachen mit. Hat er Tarnstall? Nein, hat er nicht. Deswegen kann ich da easy mal, easy peasy lemon squeezy mal reinklatschen. Hat mein Zaubiris Irrlicht? Ja, hat er der Boy, hat er der Boy. Und den können wir auch gut verwenden für Latios. Psyana brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Pokémon, um Tarnsteine zurückzuschmeißen. Denn wir haben ein super Tarnstein-weakes Team, ne? Mit Glurak und Ramot. Aber mit Psyana und Zaubiris haben wir zwei Pokémon, die Magiespiegel haben. Vermicula wäre noch so eine Idee für das gegnerische Glurak, ne? Aber, na, tja, für Käferbiss auf dem anderen Ding da und für, eigentlich für ganz vieles. Eigentlich für ganz vieles. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob ich überhaupt Dragoran mitnehmen, für Ramot mitnehmen will. Aber andererseits kann ich da auch bei einfach buzzen, ne? Was soll ich mitnehmen? Was soll ich mitnehmen? Ja, Zaubiris ist halt ultra gut für die ganzen Viecher. Aber ich nehme einfach mal Vermicula mit, einfach weil ich weiß, Zaubiris wäre massiv besser, Freunde. Einfach wegen dem ganzen Kampf und Mogelhieb oder Kampfattacken von hier dem anderen Boy da, ne? Machomai oder Machomai. Und Latios und so, weil Standpauke etc. pp. Aber hey, wir nehmen einfach mal Vermicula mit, weil das Ding einfach viel zu wenig gesehen wird und ja. Hier haben wir ein, zwei gute Pokémons. So, ich gehe mal davon aus, dass Tohaido schutzschildet und mega entwickelt. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal für ein Schlafpuder auf Dragoran. Und mega entwickle mein Glurak. Ich gehe von Schlafpuder auf das Ding da und gehe von Felsgrab auf Dragoran, falls der sich setupen will. Ja, ich laufe Gefahr, von der Kaskade gebumst zu werden. Allerdings holen wir ja gerade die Sonne raus, deswegen halbiert das den Wasserattackenschaden. Das bedeutet, wir werden einen Hit auf jeden Fall tanken, falls er nicht protected. Und falls er protected, haben wir in der nächsten Runde die Advantage. So, da kommt das Schutzschild, wie erwartet, von diesem Japaner. So, Felsgrab, einfach mal, um die Multischuppe zu brechen und... Oh shit, das ist sehr effektiv, ne? Das ist ein scheiß Flug-Pokémon. Whoop! Das war nice. Naja, gut, da kommt der Drachentanz. Jetzt ist er wieder auf Neutral und auf Plus 3. Wie komme ich drauf? Oh, Junge, ich wollte ihm den Init droppen und die Multischuppe brechen, aber ich habe... Natürlich habe ich vergessen. Na, ich habe es vergessen, Leute. Tut mir leid. Auf jeden Fall gehe ich jetzt für einen Schlafpuder auf dieses Ding da und für einen Luftschnitt auf Tohaido. Weil eine Kaskade, wie gesagt, überleben wir. Und mit dem anderen Boy outspeede ich ihn. Er ist nämlich auf neutralem Damage, außer geht für ein Turbo-Tempo. Doubled er etwa das Oh ne, er braucht gar nicht doublen. Weil er plus 3 ist, der Boy. Naja, okay, wie gesagt, wir resisten und in der Sonne macht es echt kein Damage mehr. Und wir werden ab. Oder er wird ab, Mann. Das ist doch wieder mal richtig zum Kotzen, Freunde. Das ist mal wieder richtig zum Kotzen. Was soll man denn wieder dazu sagen, Alter? Naja. Ja gut, dann gehe ich halt zu Ramot raus und lass mir irgendwie, ich weiß nicht, Mann, ne?
Wutpulver und Pflanzensäulen, weil ich muss dieses blöde Viech da wegklatschen. Ich weiß, er hat ein plus 3 Draguran, was mein ganzes Team ausnahm. Ey, wieder der richtigste Missplay, Mann. Ich habe vergessen, dass fucking Felsgrab sehr fiktiv ist und seinen Schwächeschutz aktiviert. Sonst hätte ich einfach eine Feuerattacke gemacht, um seine Multischuppe zu brechen. Meine Fresse. So, hier, friss Beulenhelm Damage und bitte noch den Burn. Nein, natürlich keinen Burn. Aber in Ordnung. So, wir resisten. Aber es ist natürlich wieder ein Crit, Mann. Es ist wieder ein Crit. Oh, Junge. Es ist ein physisch-defensives Ramok mit Beulenhelm und fucking Flammenkörper. Und er crittet mich weg, der Wichser. Und jetzt gehe ich natürlich für Pflanzensäulen auf ihn und der ist jetzt tot. Obwohl er geburnt ist. Ey, das gibt's doch mal wieder nicht, Mann. Ich würde am liebsten das Battle wieder abbrechen, ey. Meine Fresse, Alter. So, Vermicula, nice. Und jetzt, was machst du? Turbo-Tempo? Nein. Erdbeben? Vielleicht. Drachenklaue? Nein. Interessiert uns alles nicht. So, aber natürlich ein scheißdreckiges Glurak. Ah, warte mal, Vermicula ist schneller als Glurak. Schlafpuder. Und Steinkante. Bam. Wenn es ein Mega-Glurak X ist, GG. Wenn es ein Mega-Glurak Y ist, dann haben wir noch eine Chance. Weil Vermicula outspeedet Glurak, es ist ein X. Okay, alles klar. Ich habe nichts gesagt, Freunde. Macht's gut, haut rein. Schönes Leben. Bye-bye. Ja, mach einfach kurz fertig, bitte. So, Turbo-Tempo. Plus 3 Turbo-Tempo auf dieser Floor. Tanken wir. Und diesmal treffen wir sogar. Hey, krank. Nicht schlecht. Ja, nur das Problem ist jetzt, wir bringen, ne, mit was machen wir das Ding kaputt? Naja, egal. Bam, Steinkante. Sehr effektiv, Wahlband. Und es reicht nicht. Es ist Wahlband hart und es reicht nicht. Und wir bekommen natürlich keinen Crit, ne, weil, ich meine, Vermicula und Kritz, ne, Steinkante und Kritz, nein, aber hey. Ne, Knierschau und Kritz. Läuft. So, das Ding bumst sich selbst. Jetzt könnten wir eigentlich das Draguran Steinkanten und das noch rausnehmen. Wir outspeeden eigentlich alles. Na, Maschumai. Ja, Maschumai resistet die Steinkante und wir sind gebandet. Aber nichtsdestotrotz könnten wir sowieso nichts machen mit Knirscher, Eisenschädel oder Kreuzschere. Wird alles, was wir können, resistet. Wow, alle unsere vier Moves werden von dem Ding resistet. Das ist lustig. Bam. Sehr effektiv, tot, danke. 1:0 für dich. GG. Feuerschlag in der Sonne. Ice Heap. Okay. Warum zum Teufel kommt er mit einem Ice Heap? So, die Sonne verliert dann. Warte mal, wenn er nichts außer. Hä, warum gehst du für einen Ice Heap, Digga? Du hast neutrale Kampfattacken für mich. Was machst du denn? Ich bin nicht Pflanze, ich bin Käfer. So, auf jeden Fall, bam. Hauen wir nochmal einen raus hier. Ist nicht sehr effektiv und wir bekommen auch keinen, ne, keinen Crit und so. Aber wir treffen immer, weil er schildlos ist, ne? Aber dafür sind wir jetzt verwirrt. Ha! Psych, Bitch! Ja, GG. Nicht mal mit einem Crit könnten wir jetzt noch was reißen, aber wir verletzen uns selbst und töten uns selbst. Das ist natürlich wieder sehr gut. Ja, Leute, hätten wir noch das andere Mon, was gerade weggekrittet wurde, ne, dann, was sag ich euch eigentlich? Ich wollte gerade GG sagen, aber wie nenne ich sowas? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg, du Japaner, du. Und ja, mit dem gebe ich mich definitiv nicht zufrieden. Ich will noch ein Battle, Leute. Ich habe anfangs ein bisschen misplayed, glaube ich. Ja, was heißt glaube ich? Ich habe dem Typen einen Fels, ne, ein gratis Dings gegeben. Aber hätte der das fucking Schlafpuder nicht verfehlt, wäre das plus 3 Monster niemals durch mein Team gegangen. Ne? Will ich einfach mal gesagt haben. Einen Crit, Schlafpuder-Miss und, was war das auch noch? Ist egal. So viele Hexe, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. So, Leute, hört doch auf mit dem Scheiß. Hört doch auf mit dem Scheiß hier. So, also Glurak ist sicher gut. Bisasflor ist auch ganz gut. Ich brauche aber noch was, wenn er Talonflame dabei hat. Steinchen hat er nicht, außer mit Rampardos. Kann ich Ramok mitnehmen? Nein, kann ich nicht, ne? Kann ich? Ja, gegen drei Pokémon ist es sehr effektiv, aber ich gehe lieber mit Vermicula rein, weil der ist gebandet und der trifft die genauso.
Und Zobiris. So, jetzt nehmen wir mal Zobiris mit, ne? Anstatt hier den anderen Boy. Gegen diesen Japaner, Freunde. Der mal wieder Rayquaza dabei hat. Und das Deoxys-Theme ist einfach göttlich. So, und jetzt hoffe ich mal auf meine Attacke. Ne? Die will ich nämlich auch mal wieder rausbringen. Oh, shit, Alter. Der Typ wreckt mich gerade richtig. Ich gehe für ein Schutzschild und für ein... What the fuck? Für ein Felsgrab? Okay. So. Sorry, Leute, keine Ahnung, was das gerade war. Ich bin nur gerade mega entwickelt mit Glurak und setze mit Bisaflor Schutzschild ein, weil ich einfach einen Sturzflug predikte. Ich weiß, dass Glurak sterben wird, weil, ne? Aber diese Talonflame müssen wir noch wegbringen. Das ist vierfach. Digga. Das ist ein defensives Fiaro. Oh. Diese Japaner heute wieder, Alter. Tja, was mache ich jetzt? Ich könnte zu Zobiris rein und das Ding ihr lichten. Muss ich wohl. Eine andere Chance habe ich nicht wirklich hier. Nee, hier, Boys und Girls. Jetzt muss ich zu Vermicula raus, um den Sturzflug zu tanken. Oh, warte mal, ich habe ja Mega entwickelt, das heißt, ich habe gar keinen Mega-Zobiris mehr. Ich habe ja nur noch ein normales Zobiris. Ja gut, dann bleiben wir bei Strolch und haben keinen Mega-Magiespiegel mehr. Ist auch okay. So. Vermicula. Da kommt ein Sturzflug, der neutral ist und Vermicula hat eine ziemlich gute Def. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das überleben wird. Bam. Ja. Und ziemlich easy sogar noch dazu. So, ihr Licht, Zobiris. Bra. Ey, das ist einfach wieder mal Hyper-Offensive. Guckt euch diese Scheißviecher an, Mann. Das Ding mit dem krassesten Kopfstoß im gesamten Spiel, mit dem krassesten Angriff. Das war ein burnt fucking Kopfstoß von dem Viech. Ne, gebt euch den Scheiß. Und natürlich das andere Scheißding. Ich brauche Vermicula noch, das ist das Problem. Ich muss Bisaflor opfern. Das heißt, ich muss für eine Genesung gehen auf Zobiris, weil er wahrscheinlich mit irgendeinem Pokémon auf meinen Zobiris kommt. Ne? Hoffen wir einfach mal, dass Fiaro sich selbst umbringt mit dem Sturzflug. Außer er geht auf Zobiris, dann wäre es nicht so geil. Er geht aber auf Zobiris, der Wichser. Und wir überleben es. Und jetzt kommen wir, weil wir auch Strolch haben, mit einer Genesung durch. Das ist gut. So, jetzt kommt ein Kopfstoß wahrscheinlich. Und er trifft alle Kopfstöße. Er trifft einfach alle Kopfstöße, Digga. Und somit geht sein Dingensbummens tot. Jetzt muss er sich aber entscheiden. Will er... Oh, die Sonne geht, glaube ich, jetzt weg, ne, in dieser Runde. Scheiße. Will er mit Talonflame meinen Zobiris rausnehmen oder meinen Dingens? Mein Bisaflor. Oh, er will Zobiris rausnehmen, da bin ich mir sicher. Aber wir sind noch schneller, weil... Okay. Okay, Freunde. Dann machen wir das eben mal so. Sturzflug. Wenn es auf Bisaflor geht, dann wäre ich sogar noch happy. Ja, kommt eigentlich nicht drauf an. Wir werden beide Pokémon in dieser Runde verlieren. Naja, dann kommt jetzt eben das Schlafpuder und schläfert dieses Scheißding ein. Dankeschön, Bisaflor. Jetzt kriegst du aber den stärksten Eisstrahl des ganzen Spiels ab und ich glaube nicht, dass du den überleben wirst. Hagelsturm. Er wechselt das Wetter. Okay. Jetzt kann ich eigentlich in eine gebändete Steinkante rein. Ne? Jetzt kann ich in Steinkante bänden, weil er alles und jeden bumst. So, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Runde.
Kamikula outspeedet hier. Und nachher muss er sich für einen Pokémon entscheiden. Okay. Jetzt müssen wir nur noch ein Alle-Stand-Dingens treffen, ne? Also er muss sich entscheiden. Oh, Junge. Und wo ich es sage, verfehlen wir mit Steinkante. Und kriegen noch den Freeze. Ey, wie lame ist das denn wieder? Wir werden wieder nur... Ey, ohne Witz. Ich lese teilweise Kommentare von euch. Du wirst gar nicht weggehext. Du sagst nur immer, dass du gehext wirst. Und dann hackst du aber Gegner und dann siehst du das gar nicht. Digga, wo werde ich denn... Wo kriege ich den Hex, Mann? Ich treffe nicht mal eine Steinkante. Das Ding wäre jetzt weg. Und sein scheiß Fiaro wäre in der nächsten Runde oder in der übernächsten aufgewacht. Entweder hätte ich es gekillt oder er hätte eines meiner Pokémon... Ey, könnt ihr erzählen, was ihr wollt, Mann? Ich werde weggehext des Todes, Alter. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, Mann? Junge, Junge, Junge. So. Ja, fickt euch einfach. Nee, fickt euch. Nö, sehe ich nicht ein. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. So lame. Und wir verlieren 3:0. Obwohl wir mittlerweile beide Pokémon hätten ausschalten können. Er hätte noch eins gehabt. Und wir hätten noch ein volles fucking Bisaflor gehabt und ein Fermicula. Aber nein! Ey, ohne Witz, wer in die Kommentare schreibt, dass das mit den Hex übertrieben ist, der hat einfach keine Ahnung, Alter. So lame, so lächerlich einfach. Naja. Egal, Freunde, das war's wieder mit diesem Part. Wir haben kein einziges Battle gewonnen mit diesem super-duper Team. Und ich konnte auch das nicht zeigen, was ich wollte. Aber hey, alles gut, Freunde. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren, wunderschönen, wundertäftigen Tag. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf dem See vom Plateau. Haut rein und bis dann. Tschüss.